Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu meinem Quiz. Alle 4 Wochen gibt es ein Quiz auf meinem Kanal. Das heißt, wenn du dieses Video guckst, sind wahrscheinlich wieder 4 Wochen um. Ich freue mich sehr, dass du Spaß an diesem Format hast. Es ist eines meiner Lieblingsformate und heute habe ich auch wieder hoffentlich 5 sehr interessante Fragen. Die Regeln sind, glaube ich, klar. 2 Punkte pro Frage, 1 Punkt, wenn du pausieren musst und nachgucken musst. Am Ende für den Watchmorph gibt es 2 Punkte pro Uhr, insgesamt 4 beziehungsweise 1 Punkt pro Uhr, wenn du Zeit brauchst, um nachzugucken und zusätzliche Informationen heranzuholen. Lass uns dann auch direkt mit der ersten Frage beginnen. Wie bekannt nutzt SINN viele Uhrengehäuse der SUG, aber wofür steht SUG eigentlich? A. Sächsische Uhrentechnologie GmbH oder B. Sächsische Uhrengehäuse GmbH oder C. Sächsische Uhrengenossenschaft GmbH oder D. Stabil und Gut GmbH oder E. Sächsische Uhrenhersteller GmbH. 10 Sekunden ab jetzt. Na, ich denke, das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Man kann es ja auf der SINN-Seite nachlesen. Viele SINN-Fans wissen es. Natürlich steht das für Sächsische Uhrentechnologie GmbH und SINN ist ein Gesellschafter dieser GmbH. Schauen wir uns direkt die nächste Frage an. Der größte freistehende Uhrturm auf dem europäischen Festland steht in Wittenberge. Aber was war der Anlass für den Bau? War es eine Betriebsvereinbarung zur Kontrolle der Arbeitszeit oder waren es erzwungene Ausgaben, um keine Steuern zu zahlen? War es einfach nur ein Löschwasserturm? Oder aber wurde das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs umgesetzt? Oder wurde vielleicht auch nur der freistehende Turm einer im Krieg beschädigten Kirche restauriert? 10 Sekunden ab jetzt. Das ist eine Frage, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Meine Fragen laufe ich immer in der Proberunde mit meiner Frau. Und als ich ihr die richtige Option vorgelesen habe, war ihre spontane Antwort, das auf keinen Fall. Es ist in der Tat ein Turm, in dem Brauchwasser zur Feuerbekämpfung gespeichert wurde, also ein Löschwasserturm, auf dem Gelände des ehemaligen Nähmaschinenwerkes Singer Veritas in Wittenberge. Der Turm wurde gebaut 1928-29, ist knapp 50 Meter hoch, 49,4 Meter hoch. Das Ziffernblatt hat einen Durchmesser von 7,57 Meter. Die Zeiger sind 3,30 Meter bzw. 2,25 Meter lang. Es gibt 4 Turmwerke, die eine ganze Zeit lang über ein zentrales Antriebswerk koordiniert wurden. Erst ab 1994 wurde die Uhr dann an die Atomuhr in Braunschweig gekoppelt, um die genaue Zeit anzuzeigen. Ja, wenn es euch interessiert, es gibt darüber relativ viel im Internet zu finden. Ich fand das sehr spannend, dass die höchste Turmuhr Europas in einem Löschwasserturm steht. Naja, wer hat es gewusst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich wäre da wahrscheinlich niemals draus gekommen. Und das führt mich dann direkt auch schon zur nächsten Frage. Welche Aussage über LACO ist falsch? A. LACO war einer der 5 offiziellen Lieferanten für Fliegeruhren im Zweiten Weltkrieg. Einer der beiden Gründer von LACO war eine Frau. LACO benennt die meisten Uhren nach Städten oder anderen geografischen Orten. Lacher & Co. wurde 1959 an Timex verkauft. Oder aber LACO ist heute der 4. größte Produzent von Fliegeruhren Baumustertyp B weltweit. 10 Sekunden ab jetzt. Antwort E ist falsch, die habe ich mir ausgedacht. Ich bin ziemlich sicher, dass sie falsch ist. Ich habe es zahlenmäßig nicht überprüft, aber ich gehe ganz fest davon aus, dass es einige Firmen gibt, die deutlich mehr Fliegeruhren Baumustertyp B produzieren als LACO. LACO wurde 1925 gegründet von Ludwig Hummel und Frieda Lacher in Pforzheim als Lacher & Co.
Kurz danach trennten sich aber die Wege und Frieda Lacher ging einen eigenen Weg, um Präzisionsuhrenteile und auch ganze Uhren zu fertigen, gründete eine neue Firma unter dem Namen Erich Lacher und trat so quasi in Konkurrenz zu Lacher & Co. Bei der Bombardierung Pforzheims Ende des Krieges wurde Lacher & Co. komplett zerstört und von Ludwig Hummel wieder aufgebaut und dann in der Folge 1959 tatsächlich an den US-Riesen Timex verkauft. Im Zuge der Quarzkrise der 70er Jahre verlor Laco aber wie viele andere auch zunehmend an Bedeutung und die Erich Lacher Uhrenfabrik, sozusagen der Spin-off von Lacher und Co., hat die ganze Zeit über weiter Uhren produziert und 1988 die Markenrechte an Laco erworben und so entstand die heute am Markt agierende Laco Uhrenmanufaktur GmbH. Ja, das war so ein kleiner Abriss über die Geschichte von Laco. Kommen wir zu meiner vorletzten Frage. Wurden im Jahre 2020 wertmäßig mehr Uhren nach Deutschland importiert oder mehr Uhren aus Deutschland heraus exportiert? 10 Sekunden ab jetzt. Kurze Frage, kurze Antwort, relativ simpel. Der Importwert im Jahr 2020 betrug 1 Milliarde 845 Millionen, der Exportwert 1 Milliarde 297 Millionen. Das heißt, es wurden ungefähr 550 Millionen Uhren, also Euro Gegenwert zu Uhren mehr importiert als exportiert. Quelle hierfür Statistisches Bundesamt. Wer Zahlen liebt, kann es da auch gerne nachlesen. Ja, das waren schon meine 4 Fragen für diesen Quiz und jetzt kommt der aus meiner Sicht immer schwerste Teil und dieses Mal habe ich 2 Uhren herausgesucht, die mir wirklich richtig gut gefallen, aber ich finde das wieder mal unglaublich schwer. Ich blende sie euch jetzt ein, ich habe einige Hinweise auf dem Blatt stehen lassen und nicht ausgeblendet, um euch zumindest 1 oder 2 Hinweise zu geben. Ihr habt 25 Sekunden ab jetzt. Ja, wie gesagt, es war bestimmt nicht einfach. 2 rechteckige Uhren, die sich in der Form vielleicht ähneln, aber ansonsten wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben auf der einen Seite von Glashütte Original den 70s Chrono mit Panoramadatum und auf der anderen Seite eine Alexander Shorokov Square and Round Unique 30 auf 30 Stück limitiert. Die Glashütte Original ist meine heimliche Grail Watch, wenn ich das so sagen kann, hat am Stahlband aktuell eine unverbindliche Preisempfehlung von 15.100 Euro, Straßenpreis wahrscheinlich irgendwas um die 12.000 Euro, ist bis 10 bar wasserdicht, hat ein quadratisches Gehäuse von 40 an 40 mm bei einer Bauhöhe von 14,1 mm. Verbaut ist ein Originalmanufakturwerk von Glashütte mit einer Gangreserve von ca. 70 Stunden. Eine wunderschöne Uhr, die ich richtig toll finde, aber der Preis von 15.000 oder 12.000 Euro schreckt mich dermaßen ab, dass ich diese Uhr wie eine kleine Fackel quasi permanent vor mir hertrage. Ich denke nicht, dass ich sie irgendwann einmal haben werde, weil mir das schlicht und ergreifend zu viel Geld ist, aber das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff einer wirklich rundrum schönen und gelungenen Uhr. Auf der anderen Seite haben wir die Alexander Shorokov, unverkennbar mit der 60 auf der 12-Uhr-Position, aktueller Verkaufspreis 2.990 Euro,
Ein Handaufzugschronographenwerk ist verbaut, 42 Stunden Gangreserve, deutlich größer als die Glashütte Original mit 44,5 x 44,5 mm und auch etwas höher mit 14,75 mm. Leider nur 3 ATM wasserdicht, was ich persönlich echt zu wenig finde. 5 ist ja schon eigentlich unterhalb meiner Schmerzgrenze, aber 5 sollten es meiner Meinung nach mindestens sein. 3 finde ich überhaupt nicht mehr marktgerecht. Aber es ist eine ganz typische Alexander Shorokov, ohne dass sie so bunt und auffallend ist wie viele Uhren. Das ist, glaube ich, die Alexander Shorokov für alle, die nicht unbedingt den Weg der grellen und vielen Farben mitgehen wollen. Ja, das war mein Quiz für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schaut auch gerne in meine anderen Quiz noch rein. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge Quizformate gemacht und wer noch nicht alle gesehen hat, kann vielleicht noch was lernen und falls er nichts lernt, hat er vielleicht wenigstens Spaß dabei. Bis dahin, erfreut euch an euren Uhren, bleibt gesund. Tschüss, euer Axel.